Hallo und herzlich willkommen hier erstmal zurück bei mir, Nico, zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Heute 6er-Frage, unser Thema. Ich komme gleich direkt auch auf Idris Voka zu sprechen. Vorab eine kleine Information. Ich habe ein neues Format auf meinem zweiten Kanal gegründet, und zwar mein Tagebuch. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann gerne mal ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Ich würde mich total freuen, wenn ihr da auch supportet. Wo gerade die treuen Zuschauer, die immer am Start sind, vielleicht wissen die einige auch gar nicht, dass ich einen zweiten Kanal habe. Checkt es gerne mal ab. Würde mich wirklich total freuen, auch wenn ihr da einen Kommentar da lasst. Hashtag Tagebuch, freut mich. Und jetzt kommen wir zum Video. Also, wie wir alle mitbekommen haben, ist Christian Groß nicht nur rot gesperrt, weil er wie ein Godzilla reingegangen ist. Nein, er ist auch noch verletzt und das auf unbestimmte Zeit, kann länger ausfallen. Und war ja allgemein eine Lösung, die zwar funktioniert hat, aber nie eine Lösung, wo man gesagt hat, das ist jetzt unsere 6er-Lösung für die nächsten Jahre oder sonst was. Was aber eine 6er-Lösung für die nächsten Jahre war bei Werder, war letztes Jahr im Sommer, also nicht jetzt den Sommer, sondern davor den Sommer, und das ganz groß auch geschrieben, Idris Voka. Da hatte man damals großes Interesse dran, ihn zu Bremen zu holen. Frank Baumann wollte ihn haben. Das Ganze hatte nicht funktioniert gehabt. Idris Voka ist damals in die Türkei gewechselt. Ist jetzt mittlerweile 24 Jahre alt oder auch jung, wie man es sehen will. 1,81 groß und 1,7 Millionen Marktwert hat er oder bringt er mit sich. Ist aktuell ablösefrei. Hauptposition defensives Mittelfeld, Nebenposition zentrales Mittelfeld, Innenverteidiger. Und ist mit Ankara Gücüci abgestiegen letzte Saison. War davor beim FC Luzern, wo er beim FC Luzern war, wollten wir ihn praktisch haben. Haben ihn damals aber nicht bekommen gehabt. Und ja, ich weiß gar nicht, wie genau die Situation war, dass Idris Voka jetzt gerade ablösefrei ist. Ich weiß nur, dass er mit Ankara abgestiegen ist. Und ich glaube, dass Ankara, weiß nicht, ob die Insolvenz anmelden muss oder sonst was. Ich will da auch jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß nur, dass irgendwie bestimmte Gehälter und da gab es Probleme. Auf jeden Fall ist Idris Voka jetzt durch den Abstieg, nach dem Abstieg, ablösefrei zu haben. Ja, und wie gesagt, ist auf dem Markt, kann man auch während der Saison holen, hat vorher beim FC Luzern gespielt, dann bei Ankara, beides jetzt nicht unbedingt Vereine, wo man weiß, oder beziehungsweise Ligen, wo man denkt, da verdienen die jetzt Unmengen an Gehalt, also würde auch demnach gehaltstechnisch nicht der Überflieger sein, plus dadurch, dass er immer noch also vereinslos ist, denke ich, ist Idris Voka da auch sehr gesprächsbereit veranlagt. Kann ich mir zumindest selber vorstellen. Wie gesagt, man wollte ihn damals schon haben. Für die Leute, die jetzt sagen, ja gut, bei Luzern und Ankara ist er denn dann gut genug für uns. Man hat ihn damals so eingeschätzt, dass er auch gut genug für die erste Liga hätte sein sollen. Also wird er auch gut genug für die zweite Liga sein. Das, um das Ganze mal so einzugrenzen. Alles im allem muss man auch sagen, ist es trotzdem ein sehr, sehr spielstarker Sechser. Also mit Diagonalbällen und Spielaufbau kennt sich Idris Voka auf jeden Fall aus. Ist so ein kleiner Giftzwerg dann auch noch nebenbei. Ihr könnt auch gerne mal bei YouTube einfach den Jungen googeln. Bei YouTube googeln. Könnt ihr auch machen. Mal gucken, was da rumkommt. Auf jeden Fall ist Idris Voka einfach jemand, der, wie gesagt, letztes Jahr schon Interesse gebracht hat. Natürlich kann man jetzt auch sagen oder auch das Ganze in der Wahrscheinlichkeit sehen, dass es durchaus gut sein könnte, dass hier auch keinen Sechser jetzt erstmal neu verpflichten werden. Ist natürlich auch absolut möglich und das Ganze im Kollektiv lösen. Frage ist da, mutet man da Gruev zum Beispiel nicht zu viel zu und Rapp, der ja eigentlich ursprünglich auf die 6 gekommen ist, hat sich eher auf der 8 festgespielt. Demnach halte ich es zumindest für möglich, dass auch ein Sechser nachträglich noch geholt werden kann. Wie seht ihr das Ganze? Ohne das Ganze jetzt zu sehr überzubewerten, sondern einfach eure freie Meinung. Was würdet ihr zu Idris Voka halten? Und wie seht ihr diese 6er-Problematik? Also wen würdet ihr vielleicht auch auf der 6 sehen? Vielleicht auch, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, wie man vielleicht das Ganze umstellen kann. Dann schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagen werdet. Finde an sich Voka auf jeden Fall sehr interessant. Und bin gespannt, was ihr sagen werdet. In dem Sinne würde ich mich total freuen, wenn ihr den zweiten Kanal abcheckt. Und bin jetzt raus. Küsschen aufs Nüsschen. Bis dahin, euer Nico. Tschüss.